Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So ein Kack. Ja, wir haben Zeit, aber meine Schienenreifen, wo sind die jetzt abgenutzt? Das tut ja weh. Was ist eigentlich DRS? Keine Chance. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Das ist aber auch eine kurze Einfahrt hier rein. Jetzt habe ich bloß wegen den scheiß Frontflügel. Von Pete Smith ist er als Jay bei Haas. Ich glaube, der würde mich umbringen. Vor allem, wenn ich das mir wirklich kaufe, dann muss ich mal Multiplayer spielen, weil alleine macht das, ist es so ruhig. Man kommt auf keine Themen, also, auf was soll ich denn jetzt kommen, so, jetzt macht mein Frontflügel. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Wir überspringen das jetzt mal. Und wir gehen raus. Ach. Bist du alleine? Kommt man. Es ist zwar, wie ich im letzten Part gesagt habe, es ist zwar was Geiles, so mal reinzugucken, sowas. Aber so auf Dauer. Was ich jetzt eben mache, wird es eben doch ein bisschen zu ruhig. Man hat ja jetzt auch die Musik an, wenn man sich eigentlich auf das Rennen konzentrieren muss. Ja, also allein aus der Boxengasse, der Start, der ist mir... Das muss ich dann nochmal üben. Das traue ich mir nicht zu, in die Kurve reinzugehen. Ich habe ja fast keinen Grip mit dem hier. Ich rutsche hier. Aber ich muss auch irgendwann mal eine Zeit fahren. Wieder hier raus. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Alles klar. So. Jetzt komme ich mal in die erste Rundenzeitrunde. Man merkt, der Wagen lässt sich kaum noch bewegen. Das ist bestimmt wegen der Beinstellung. Fällt mir gerade so ein.
gemacht. Im echten Moment, Mr. Rennfahrer, möchte ich euch nicht unbedingt zeigen. Der Wagen würde mir jetzt schon leid tun. Irgendwo hole ich hier trotzdem noch Zeit raus, obwohl ich am Anfang richtig, richtig verschissen habe. Ja, ich habe in einem Part habe ich gesagt, ich nehme das hier nicht ernst, nehme das als Spaß. Aber trotzdem, irgendwie hat es was. Das kriege ich nicht zu hin. Ich fahr mal lieber rein. Da kann man... Update-Saison. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Raikkonen, Verstappen, Hamilton, Vettel und Bottas. Wiederholen. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Wagen vor mir. Ericsson liegt vor dir. Ihre beste Rückenzeit beträgt 1 Minute 33,9. Wiederholen. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Wiederholen. Im Moment droht kein Regen. Alter. Saison. Ericsson vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,33,9. Wir fahren rein. Wir fahren rein. Überlegt man das jetzt auch noch selber fahren. Das wäre krank. Ich bin ja überhaupt kein Formel 1-Fan, aber wenn man selber fährt, ist es was ganz anderes. Das ist ein geiler Spaß, muss man schon sagen. Oh. Nur so für euch. 10 Minuten müsste jetzt eigentlich noch gehen, fällt mir gerade so auf. 5 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten, was sagt er an? 5 Minuten, glaube ich, ungefähr. Das heißt, einmal raus noch, andere Setup-Einstellungen mal probieren. Alter, das dauert immer länger. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 34,1. So, jetzt Saison. 7 Minuten. Das Training brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist okay. 7 Minuten. Halt. Ich wollte die anderen Reifen noch ausprobieren. Will ich? Nee, ich will das nicht. Ich will das nicht. Okay, wir ändern dein Setup. Bereit? Wie ändert man das Setup? Also gut, okay, Kultflüge und sowas einstellen, okay, aber sonst kann man ja nichts ändern, oder? Tank kann man ja auch nie rauspumpen. Oder geht das irgendwie? Ja klar, mit dem Schlauch. Gut, hier wird es vielleicht funktionieren. Aber im Rennen ja nicht. So.
Okay, also wenn ich gleich auf die Bremse gehe, sieht das gut aus. Ich bin letzter, weil ich keine Zeit reinkriege. Aber das ist ein neues Training, deswegen geht das ja. Mit Verwarnung, das ist gut. Oh, jetzt hätten wir fast was weggerissen. So. Und raus. Das muss ja unbedingt sein. Wo habe ich die Kontrolle verloren? So, jetzt habe ich angemacht, dann bin ich rüber. Dann bin ich aufs Gras und dann ging es los. Ja, da war schon klar. Kurz davor. Warte mal, können wir das mal kurz einfangen? Also hier habe ich noch gedacht, okay, hier geht das noch. Hier ramme ich mir mein Flügel weg, wie es aussieht. Und ab hier war mir klar, es ist vorbei und dann... Da sieht man richtig, wie es wegfliegt. Ah, Leute. Das war das Training. Nächste Runde. Geht's weiter. Mit der Quali. Mit einer Blitzquali, das heißt 10 Minuten Qualifikation. Und ich würde mal sagen, wenn ich da ganz Bord gefunden habe, gibt mir nur oben, wenn ich den Daumen runden, schreibt in den Kommentaren, ob er mehr davon sehen wird oder nicht. Oder bis zum nächsten Mal, sagt der Minzy. Ciao, ciao.